So. So, Wenn manchmal ich was. allein spielen würde, ich hätte schon zwei Anhänger dort stehen. Was meinst du? Weil das schon wieder ein Angebot ist. Also beim Händler. Würdest du die Anhänger echt kaufen? Ich glaube schon. Warum? Kann man auch Ballen drauf geben. Ja gut, aber was brauchst du denn drei Anhänger mit Ballen? Gut, die kann man dann später auch für was anderes nutzen. Ja, eh, aber jetzt? Das sind das halt 12.000 Euro, die du ausgeben hast, was immer, dann. Ja, stimmt. Stehendes Kapital quasi. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist halt auch nur ein kleiner, was soll man? Warte, 5,7. 5700 Kapazität. Ja, stimmt, der hat nicht viel. Aber ich kann man den nicht noch aufpimpen. Nee, aber es kostet ja wieder Geld. Das stimmt. Hast du das jetzt eigentlich in zwei Spuren geklickt oder nicht jetzt? Nein, eine. Ah, doch, eine. Nur bei den Ecken und so ist es halt manchmal, weil die Ecken kannst du nicht so schön in Spuren legen natürlich. Also da müssten wir dann, wenn wir es beim größeren dann machen, wirklich so hin und her so Bahnen machen. Wenn ich das Große mache und der nicht alles da blast, muss ich wahrscheinlich dann hinterher fahren und gleich aufladen. Was denn? Wenn ich ein zweites Mal drüber fahren muss, über die Großen. Aber was aufladen? Die Ballen, wenn Ach ich eine zweite so. Runde muss. Jetzt habe ich es verstanden. Nachher haben wir zum Beispiel auch geschaut, der bisschen teure Anhänger. Was meinst du? Also da. Ja. Der ist breiter, mir aufgefallen. Da kann wahrscheinlich dann zwei nebeneinander. Das geht sich da urknapp nicht aus. Ja, das geht sich nicht aus, wirklich. Du müsstest das aufstellen, da könntest du das zumindest. Wenn du es Du kannst auch aufstellst, nicht sind zwei zwei. nebeneinander. Zwei Ja. nebeneinander? Da geht sich's aus. Ich glaube Man könnte gerade. das auch noch aufstapeln. Na gut, das kann ich so auch. Da macht sich das Hanteltraining bezahlt. Genau. Bist du nicht einfacher, wenn du hinfahren willst? Boah.
Kannst du den einen da vielleicht noch mal noch wegnehmen bei mir da? Vielleicht? Oder ich schiebe ihn auf Zeiten. Einfacher. Wow, gehen ganz schön viele drauf. Boah, entschuldige. Stark. Der Meisterstapler. Hoppala. Das wird schon zu viel, ha? Ja, der muss jetzt noch. So! Wie viel liegt das jetzt drauf? 45.500. Dann fange ich mal an zum Wickeln, weil ich sehe da jetzt nicht mehr so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fange ich da mal an zum Wickeln. Ganz hinten sehe ich am Feld auch noch einen liegen.
Hoppala. Der Tank ist aber echt arg bei dem Traktor. Wieder leer oder was? Mhm. Blinkt schon. Das bei den heutigen Spritkosten, Alter. Was? Yes. Danke. Grasallergie. Nein, das darf es bei uns nicht geben. Außer es wird staatlich gefördert. Allein. Ja, sonst steht der Traktor. Du ausgesucht. Das ist ja geil. Wenn du diese Schilder cuttest, dann verschwinden alle Bäume. Wenn du dieses Schild cuttest, verschwinden alle Berge, also Steine. Berge. Ja. Geil. Verschwinden. Einfach weg, bumm. Wahrscheinlich. Mal ausprobieren dann. Aber vielleicht nicht bei den Bäumen. Nein, nein. Bei den Rocks. Der Hörer ist ja schon fast wieder nachgewachsen. Ein bisschen dauern, wo wir angefangen haben. Lager aus? Ich fange jetzt an, deine Haufen zu mähen.
Ballen zu machen. Schafft er den ganzen? Ich schau mal. Ich fange jetzt mal diese Kurven an. Alter, dabei macht er mal gar nichts. Weil ich den Pickup nicht gesenkt habe. Ich bin gleich beim ersten Schub. Ballen haben wir jetzt schon? 38. Und doch, was wäre mit der 60? Größere Anhänger im Angebot. Echt? Das ist dann schon eher was. Aber nicht jetzt. Nimmt brav das Gas auf. Ah, viel höher, glaube ich, dürften die Haufen nicht sein.
Aber geht schnell voran, also mit der Füllmenge. Ja. Da muss ich aufpassen, dass ich rechtzeitig stehen bleibe. Ein Ballen abgeladen. Der nächste voll. Bin mal gespannt, ob wir es beim nächsten Mal schaffen, alles zu mähen und dann eben auch noch zu pressen und polieren. Also alles weiß ich nicht. Ich habe gemerkt, beim Berg kommt der Traktor nicht mehr hoch. Weil das schon so kaputt ist. Na gut, dann repariert man es. Wolltest du ja bis jetzt nicht. Ich habe nicht gesagt, wollte ich nicht. Ich habe gesagt, kann man, wenn man es dann nicht mehr schafft, dann kann man reparieren. Ich habe gesagt, beim Kleinen ist unnötig zu reparieren. So. Weil er noch alles schafft. Ich habe nicht gesagt, dass man den Großen nicht erbringen kann. Also die Maschine kann er nicht am Berg raufziehen mehr. Den Mäher, sage ich mal, ja. Aber ich meine generell zeitlich, ob es sich ausgeht jetzt. Auch selbst wenn es funktionieren würde. Achso, so meinst du das? Gut, generell alles mähen und pressen und... Was meinte ich? Traktor auf jeden Fall. Mit einem gescheiten Mähwerk. Glaubst du? Vielleicht. Also heute nicht. Ja, heute wird es knapp ausgehen. Mhm. Da haben wir nicht alles eben. Ja. Stimmt, du hast schon 2 Stunden vorher gearbeitet. Genau, ich habe 2 Stunden vorher gemäht schon. Ballen 58. Na, stark. Das heißt, da gehen mehr als 60 raus. Also, wir könnten sagen, am ganzen Feld, schätze ich jetzt einmal, weil du bist der Drittel hast du noch, könnte man schon wahrscheinlich sagen 90 Ballen. Ich hätte 80 geschätzt, aber ja, 90 könnte auch hinkommen. Schau mal, wenn du fertig bist, wie viel das sind und dann
Das eine Stück da, was da nicht ganz geschwadet ist, lasse ich da jetzt liegen einmal. Ja. Das ist eine Ecke, die nicht geschwadet ist, das ist so wurscht. Sag ich mal. Ja, wie gesagt, irgendwann nehmen wir sowieso das mit. Ja, eh. Lad die dabei einmal ab, ich bin gleich, ich bin bald fertig. Ja. Oder könntest du die anderen dabei noch aufladen und ich kann dann dabei noch dann die zu Ballen verarbeiten, also zu Silage. Hätte ich sonst anders machen sollen jetzt. Achso, ja, na wieder Max, der stimmt. Muss sie abladen, damit ich neu aufladen kann. Wie viel haben wir jetzt? 67, aber ich fahre noch mal runter. Weil ich da ziemlich was auslassen habe. Das heißt, ein, zwei Ballen gehen dann vielleicht noch. Sechzig war super. Müsste man eigentlich nur hoffen, dass der Preis steigt dann. Mhm. Dass wir dann verkaufen können, wenn das Gras gewachsen ist. Und dann können wir wirklich beim nächsten Mal. Und mit zwei Mähwerken. Ja. Also größeren Mähwerken agieren. Und mit einem anderen Traktor auch. Genau, und mit einem zweiten starken. Es wird bei 68 bleiben. Okay. Und ich könnte jetzt noch Zahnkratzen fahren, aber ich glaube, das ist nicht effizient jetzt. Aber ich glaube, da ist jetzt nirgends mehr ein größerer Batzen mehr, wo sich's auszahlt. Siebenundsechzig haben wir eh schon die gute Marke erreicht. An 1000er rechnen. An 85.000 dann auf der Kante. Mhm. Da könnte sich vielleicht sogar das Schwader dann auch schon ausgehen, ein größer. Gut, wenn man den anderen verkauft, auf jeden Fall vielleicht. Gut, das ist 2000 wert. Da. Achso. Weiß nicht, was dann verkaufsbar ist. Mhm. Der hat ja nichts gekostet. Ach
8,4 Meter wären 20.000. So, einmal kommen wir jetzt noch drei. Jetzt muss ich gerade noch zweimal fahren. Vielleicht doch noch, dass ich da noch einen habe.